Tim? Tim? Du willst mich komplett verarschen, oder? Du hast jetzt nicht ernsthaft Hearthstone gestreamt? Ey, eine Stunde oder so. Und dazu hast du noch Shin Megami Tensei einfach nur ein bisschen gespielt und dann ein Video hochgeladen, um komplett deine Japano-Gemeinde komplett zu verschrecken? Ich habe doch nur gesagt, dass mir das Spiel nicht gefällt. Was willst du eigentlich hier? Und dann habe ich gerade gehört, hat mir jemand erzählt, du hast dein Pokémon Snap Spielstand gelöscht, um jetzt demnächst weiter Pokémon Snap zu streamen? Ja, Pokémon Snap ist toll. Pokémon Snap ist wahrscheinlich mein Spiel des Jahres. Ich will es einfach nochmal erleben. So schlimm ist Pokémon Snap doch jetzt aber auch nicht. Was ist denn so eine Pokémon Snap? Im Moment sind die Pokémon Remakes total in. Gut, einige haten sie, aber einige lieben sie halt auch total. Einige Kanäle, gerade aus den Umfällen, gehen damit richtig steil. Und du spielst sie erstmal nicht wegen so einer dummen Wette? Du willst mich komplett hops nehmen. Wie soll man denn als Manager für dich noch irgendwie arbeiten können? Das war eine Ehrensache, ja? Wir hatten da die coolen Streams und es wurde halt als Strafe ausgelöst, dass ich mir keine Spiele kaufen darf. Gut, man hätte vielleicht im Vorwege das gar nicht machen dürfen, wenn man weiß, da kommen die Pokémon-Remakes raus, aber so krass gehen die jetzt auch nicht gerade ab. Im Gegenteil, es gibt ganz viele Leute, die haben überhaupt keinen Bock auf die. Die Spieler haben mega gemischte Kritiken bekommen, weil ganz, ganz viele Leute diesen neuen Stil überhaupt nicht abkönnen. Also es ist jetzt nicht so, als wenn ich da gerade den größten Hype auf Erden irgendwie ausweiche. Ja, ist ja schön und gut, aber denkst du mal vielleicht ein kleines bisschen daran, was vielleicht auch die anderen Leute sehen, was vielleicht deinem Kanal mal gut tun könnte? Ich sehe das doch jetzt schon im Dezember. Der Dezember ist, muss ich tatsächlich zugeben, relativ dünn gesät, ja. Aber ich sehe dich doch jetzt schon am 2. Dezember Solar Ash die ganze Zeit spielen. Während alle auf Halo geiern, spielst du doch wieder dieses Spiel, dieses Kunstspiel, was keine Sau interessieren wird. Ja, auf Solar Ash habe ich richtig Bock. Da muss ich tatsächlich sagen, scheiß drauf wegen Kunstspiel oder sonst wie. Hyper Light Drifter war halt der Schild. Ich liebe dieses Spiel total. Manchmal gibt es halt einfach so Spiele und vielleicht ist es dann ja auf einmal mega der Geheimtipp. Vielleicht feiern die Leute ja Solar Ash, weil ich es dann feiere oder weil wir einfach einen coolen Stream haben. Ich freue mich auf jeden Fall mega auf Solar Ash. Ich weiß auch noch gar nicht, ob ich das so wild viel streamen werde, aber auf jeden Fall will ich es auf jeden Fall spielen. Weil wie gesagt, Hyper Light Drifter, oh, geiles Spiel. Das ist ja alles schön und gut. Aber du kaufst dir jetzt eine Xbox und du spielst Halo. Ich sag dir das, eine der größten Titel des Jahres kommt raus für eine der großen drei Plattformen, die du dir immer noch nicht gekauft hast, nur weil du mit den exklusiven Titeln nicht. Scheiß doch drauf, du bist Influencer. Hol dir die Xbox und zeig da mal ein bisschen was an Präsenz und spiel Halo, Alter. Nein! Ich hol mir doch nicht eine Xbox nur wegen Halo, nur wegen einem Spiel, zu dem ich überhaupt keinen Bezug habe. Ich meine, das ist ein Ego-Shooter, ja, nicht gegen das Genre, aber das ist einfach nicht so die Art Spiele, die ich so super krass feier. Ich meine, vielleicht würde ich dieses Spiel ja sogar irgendwie mögen, aber nur wegen einem Spiel hole ich mir doch keine Konsole guttags als 3 PlayStation 4. Nee, ich hole mir jetzt dafür keine Xbox. Lass mich mal raten. Du geierst doch schon wieder auf Witchwood, ja? Ja, ich weiß, dieses Spiel sieht natürlich ganz süß aus und so weiter, aber kaum kommt da irgend so ein komisches Indie-Game, wo die ganze Welt wieder so denkt, was ist das denn oder sonst wie. Lass mich raten, wenn du mit Witchwood durchspielst, davor spielst du am besten noch Loop Hero, ne? Ja, wieder richtig gut. Auch wieder ein Spiel, was keine Sau. Gut, dieses Spiel hat tatsächlich ganz gute Auszeichnungen bekommen und soll wahrscheinlich auch nicht schlecht sein, aber das juckt doch wieder keinen. Ich sehe dich die beiden Spiele doch schon wieder spielen. Oder deinen komischen neuen Pokémon-Snap-Spielstand. Ja, Witchwood und Loop Hero freue ich mich tatsächlich drauf. Gerade Witchwood hatte so einen richtig coolen Stil. Hör auf, dieses Gesicht zu machen, Alter! Das hat einen super coolen Grafikstil und solche Spiele kommen manchmal mega gut an im Stream. Und ich mag solche Spiele einfach. Und Loop Hero sieht auf jeden Fall mega interessant aus. Wir haben das ja schon mal gestreamt. Und auch da hat die Community gesagt, hey, das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was man so komplett von sich stoßen sollte. Manchmal sind solche Spiele viel interessanter, gerade vielleicht manchmal für die Streams, als man so im ersten Moment denken würde. Unmöglich mit dir. Wirklich unmöglich. Weißt du überhaupt, dass am Ende des Jahres dann tatsächlich jetzt Among Us auf diverse Plattformen kommt? Vielleicht könnte man das ja nutzen, um mal wieder Community wenigstens ein bisschen Among Us zu spielen, damit du wenigstens irgendein Spiel, was mal wenigstens im Hype war und immer noch ein bisschen ist, wenigstens so ein bisschen ausnutzt.
wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich kommt da ein neues Monster Hunter Story 2 Update. Oder du spielst mir da... Ich habe gedacht, du willst mich komplett verarschen, als ich gesehen habe, dass du Hearthstone streamst, ne? Jetzt beruhig dich mal wegen Hearthstone, ja? Ich habe immerhin Witze vorgelegt. Ja, und Monster Hunter Stories ist mein zweites Spiel des Jahres. Wenn da ein Update kommt, dann werde ich das aber selbstverständlich spielen. Jetzt hör auf, mich so anzugucken, Mann! Und ich will halt spielen, worauf ich Bock habe. Ich will tolle Spiele spielen. Mit Among Us bin ich ganz offen für. Vielleicht werden auf einmal mehrere Leute da wieder mehr Bock drauf haben. Dann kann man vielleicht mal wieder Among Us machen. Vielleicht macht man ja mal wieder eine kleine Among Us-Runde oder so. Aber ich werde auf jeden Fall nichts erzwingen. Zugegebenermaßen, ja. Dieser Monat ist jetzt nicht so der Preis. Ja, der Dezember ist echt schwach, ne? Ich habe auch schon so grob geguckt. Ich habe auch schon meinen Kontakt von Nintendo habe ich schon frohe Weihnachten gewünscht, weil wir wahrscheinlich nicht mehr schreiben werden. Gerade im AAA-Bereich auf Nintendo kommt gar nichts heraus. Und gut, wir haben Halo auf der Xbox-Seite, aber auf der PlayStation 5 sind das halt eher so ein paar Re-Releases und auch jetzt kein großer AAA-Titel im Dezember. Ja, da muss man natürlich gucken, was man da an Content bringt. Aber Hearthstone, im Ernst jetzt? Wie viele Zuschauer sind direkt gegangen? So viele sind jetzt auch nicht gegangen. 40 Leute. Oh, das geht eigentlich, ne? Aber wahrscheinlich lag es daran, dass du die Witze vorgelesen hast. Also noch ganz gut gerettet, muss ich sagen. Ja, siehste, es kommt nicht immer darauf an, was man spielt, sondern wie man die Spiele spielt und wie man das ganz unterhalten kann. Und dann kann man auch mal Spiele spielen, die nicht so super im Trend sind oder die Leute tendenziell eher nicht so gucken würden. Wenn man das einfach gut macht und Witze vorliest und Dinge verlost, dann hält man die Leute sogar bei Hearthstone bei Stange. Eins sage ich dir, Freundchen, wenn wir hier noch weiter zusammenarbeiten wollen, dann musst du immer mal ganz hart umdenken. Wenn wir hier wirklich so eine Art Management betreiben wollen und wirklich sinnvoll mal gucken wollen, was man tun kann, damit man den Kanal und vielleicht auch auf Twitch ein bisschen vorankommt, dann muss da einfach mal ein bisschen was getan werden. Ja, habe ich doch. Hallo, ich habe voll Gas gegeben, mein Team und ich. Wir haben jeden Tag jetzt ein Video im Dezember. Weißt du, was das für ein Aufwand war? Weißt du, dass wir teilweise hier immer bis nachts sonst wie noch gearbeitet haben? Jeden Tag ein geiles Video jetzt online. Jeden Tag ein Video? Ja, wahrscheinlich so eine 1-Minuten-Review, wie das schon andere gemacht haben. Also jeden Tag so ein kleines, wertloses 1-Minuten. Nee, nicht so eine Minuten-Scheiße. Toplisten, Reviews und alles Mögliche. Da sind krasse Specials dabei und ein Video, womit die Leute überhaupt nicht rechnen. Lang erwartetes Video. Nee, nicht hier so eine 1-Minuten-Kacke. Vollwertige Videos mit Specials und noch ein paar Überraschungen. Okay, da bin ich dabei. Nicht schlecht, mein Lieber. Dann wollen wir mal gucken, ob das tatsächlich mal was ein bisschen bringt. Nicht schlecht. Wer hätte gedacht, dass ich mal hier am Ende irgendwie sagen kann, Jetzt kommt natürlich mein üblicher, mach mal was, du faule Sauge, gar nicht so gut. Deshalb sage ich einfach nur, siehst ziemlich dumm aus mit den Haaren. Du hast doch dieselbe Haarfarbe. Das ist doch unfassbar, ey.